Wir haben letzten Dienstag angefangen mit Störungstheorie. Und das ist Kapitel 12.1 im Skript. Und wir sind davon ausgegangen, dass wir eine Situation haben, wobei wir unsere Hamiltonian, die wir nicht analytisch lösen können, schreiben können als ein Teil, das wir analytisch lösen können, und eine Störung dazu. Und letzten Dienstag haben wir Fälle angeguckt, wobei unsere Hamiltonian zeitunabhängig ist. Und wir sind auf der Suche nach den Eigenzuständen von unserer Hamiltonian. Psi n ist en Psi n, sodass wir das als Basis nutzen können für Wellenpakete und die Dynamik unseres Systems. Weiter wissen wir, was die Eigenzustände sind von H0. Und das Idee von Störungsrechnung ist, dass wir eine Taylor-Reihe-Entwicklung machen in H1 und dafür schreiben wir unsere Hamiltonian als Funktion von einer reellen Zahl Lambda als H0 plus Lambda H1 und machen jetzt eine Störungsrechnung in Lambda. Die Eigenwerten von H Lambda sind jetzt Funktionen, die Lambda abhängig sind. Und wir können eine Taylor-Reihe-Entwicklung machen, sowohl für die Energie als auch für den Zustand in Lambda. Lambda ist 0. Also wir fangen an mit den Eigenzuständen von H0 und evaluiert im Punkt Lambda ist 1. Und für Lambda ist 1 kommen wir genau zurück auf die Stelle, wobei wir unsere originale Hamiltonian haben. Weil Lambda 1 ist, wo wir evaluieren, fallen die Polynomen in Lambda weg in unsere Ausdrücken. Also wir finden von unserer Energie eine Summe über die Korrekturen von der Energie in unterschiedlicher Ordnung, i, wobei n die unterschiedlichen Eigenzustände sind, und i der Ordnung, in wo ich meine Taylor-Reihe angucke. Also i ist 0, ist der 0. Ordnung, i ist 1, gibt dann das Korrektur in erster Ordnung und so weiter. Und ähnlich können wir das für unsere Wellenfunktionen machen oder unsere Zustände. Auch die sind gegeben als eine Summe über die Korrekturen in i-te Ordnung. Wobei wir unsere Taylor-Reihe leicht modifiziert haben, sodass höhere Korrekturen orthonormal sind zu der ersten Ordnung oder der 0. Ordnung. Und damit wir einen Zustand finden, der nicht mehr normalisiert ist, aber das können wir nachher immer korrigieren. Für die Korrekturen haben wir am Dienstag hergeleitet, dass der Korrektur für die Energie in erster Ordnung, also der Energie in 0. Ordnung, sind die Eigenenergien von H0 und der Korrektur in erster Ordnung ist der Erwartungswert von H1 für meine Zustände in 0. Ordnung. Der Korrektur für den Zustand in erster Ordnung, der 0. Ordnungszustand ist gegeben durch die Eigenzustände von H0 und die Korrekturen sind gegeben als eine Summe über alle
Eigenzustände von H0, die nicht die Zustand sind, die ich korrigieren will. Und ein Vorfaktor, die skaliert mit dem Energieunterschied von meinen zwei Zuständen. Und dann das Matrixelement von H1 zwischen die zwei Zustände, die ich miteinander mischen kann. Der Energiekorrektur in zweiter Ordnung. Und das sind die Ordnungen, die man sehr oft nutzt, ist gegeben als der Erwartungswert von H1 mit der Zustand in 0. Ordnung und der Zustand in 1. Ordnung. Generell ist der i-te Ordnung Korrektur gegeben als der Erwartungswert von der 0. Ordnung mit der i-1. Erste Ordnung Korrektur in der Wellefunktion. Das hier funktioniert nur, wann EM nicht gleich ist an EN für alle M. Also, wenn es eine Entartung gibt in H0, bekomme ich hier ein 1 durch 0, also eine Divergenz, und damit funktioniert meine Entwicklung, meine Taylor-Entwicklung nicht mehr auf diese Art. Also, was wir hier hergeleitet haben, ist eine Störungsrechnung, wenn ich keine Entartung habe. Wir können das relativ leicht erweitern für den Fall, dass wir Entartung in unserem System haben. Und lass uns das heute machen. Also 12.2 Störungstheorie. Mit Entartung. Und wenn ich Entartung in die Eigenenergie von H0 habe, also mit Entartung in Energien von H0. Wenn ich Entartung in die Eigenenergie von H0 habe, heißt es, dass es unterschiedliche Eigenzustände gibt, die orthonormal zueinander sind, aber die gleiche Energie haben. Also, ich kann als erste eine Schreibweise einfügen, wobei ich meine Zustände unterschiedliche Quantenzahlen gebe, wenn die unterschiedliche Energien haben, und dann eine zusätzliche Quantenzahl für orthonormale Zustände mit der gleichen Energie. So, wir gruppieren die Eigenzustände von H0 nach Energie. Wenn Sie an die Eigenzustände von das Wasserstoffatom denken, haben wir unterschiedliche Quantenzahlen N, L und M. Zustände mit unterschiedlicher N als Hauptquantenzahl haben unterschiedliche Energien, aber Zustände mit gleiche N, aber unterschiedliche L oder M haben der gleiche Energie. Und das können wir allgemein machen. Ich nehme zwei Quantenzahlen N und K und meine Energie hängt nur von einer dieser beiden Quantenzahlen ab. Und ich will, dass es in Quantenzahl N keine Entartung mehr gibt. Also, EN0 ist nicht gleich EM0,
für alle n nicht gleich m. Also, wir haben zwei Quantenzahlen. Quantenzahl k und Quantenzahl k indiziert Zustände. Mit gleicher Energie. En0 wenn ich das gleiche n habe und Quantenzahl n label Zustände mit unterschiedlicher Energie. Für jede n habe ich also eine Menge an Zuständen. Kann ich n von n Zuständen definieren mit k von 0 bis n. Unsere Hamiltonian können wir auf der Basis von einem gegebenen n als eine Matrix darstellen. Also H1 von n ist auf der Basis von Phi n k mit k Element 1 bis n n als ein n mal n Matrix darstellbar. Die Matrixelementen können wir ausrechnen und die Matrixelemente sind gegeben durch unseren Zustand mit H und Psi nk'. Nun können wir für eine endliche Matrix die Eigenzustände ausrechnen. Einfach durch die Matrix zu diagonalisieren. Und wir nehmen die Zustände Psi und Kappa als die Eigenzustände von H1n. Also für jede n bekomme ich groß n Zustände mit der gleichen Energie. Das gibt eine endlich dimensionale Matrix. Die Matrix kann ich diagonalisieren und damit bekomme ich Eigenzustände Psi und Kappa. Also für das Wasserstoffatom habe ich Zustände mit unterschiedlichen n, die unterschiedliche Energien haben. Aber dann habe ich unterschiedliche L und M, die gleiche Energie haben. Nehme ich ein Magnetfeld, dann spalten die Energien auf nach unterschiedliche M. Das kann ich als eine Matrix mit endlichen Dimensionen darstellen. Die Matrix kann ich diagonalisieren. Und das sind die neuen Zustände, die ich als Basis nehme.
Damit gilt für meine neue Basis. Dass die Energie für den Zustand n kappa in nullter Ordnung gegeben ist als der Erwartungswert von H0 für den Zustand n kappa. Die Diagonalisierung innerhalb mein Hilbertraum mit gleicher n liefert mir neue Linearkombinationen von Zuständen mit der gleichen n. Zustände mit der gleichen n haben eine gleiche Energie für H0, also das ist immer noch der Energie En, die K und Kappa unabhängig ist. Und ich kann auch die Energie in erster Ordnung ausrechnen. Und der ist gegeben durch Psi n kappa 0 h1 Psi n kappa 0. Und weil ich mein Hamiltonian diagonalisiert habe, weiß ich auch, dass das Matrixelement kappa, kappa Strich für h1 0 ist. Also h1 koppelt kein Zustände mit gleichen n, aber unterschiedliche kappa miteinander. Das kann ich jetzt nutzen, um die Summe, die ich hier habe, aufzuschreiben als eine Summe über n und kappa, wobei ich für die Zustand, die ich entwickle, nicht mehr über kappa summieren muss, weil ich da mein H1 schon diagonalisiert habe. Also für die Korrektur in erster Ordnung bekommen wir eine Summe über m ist nicht gleich an n, was die Summe über die Zustände mit unterschiedlichen Energien für H0 sind. Dann eine Summe über die Zustände mit der gleichen Energie für Zustand m. Und dann haben wir den Zustand mk, 1 durch die Energie von En minus Em. Und weil ich jetzt nicht mehr über K und Kappa summieren muss, habe ich hier nie die gleiche Energie stehen. Und das multipliziert mit Psi mk von 0 H1 Psi n kappa von 0. Also, wenn wir Entartungen in unserem System haben, was wir bei Atomen generell haben, und wir legen ein kleines Störung an, zum Beispiel mit einem Magnetfeld oder ein elektrisches Feld, müssen wir die Störungshamiltonian für die entarteten Zustände als Matrix aufstellen und diagonalisieren. Und danach können wir auf Basis von den Eigenzuständen Störungsrechnung machen, um die höher gelegenen Zustände und den Einfluss von den höher gelegenen Zuständen zu bestimmen. Das, was wir hier aufschreiben, ist sehr wichtig für Magnetismus. Weil, wenn wir Atome haben, wir generell Drehimpuls haben, was erhalten ist, und damit entartete Zustände haben. Sogar, wenn ein Atom in einen Festkörper eingebaut ist, habe ich keine vollständige Rotationssymmetrie mehr, aber lokal oft noch eine Punktgruppe und damit auch lokal noch enthaltene Entartungen. Und sicherlich, der Spin ist lokal sehr oft eine erhaltene Größe. Also
wenn wir komplexere Ionen haben, haben wir lokal entartete Zustände. Und wenn ich Magnetismus angucke, will ich wissen, wie die auf Magnetfelder reagieren. Magnetfelder sind 6 Größenordnungen kleiner als die Wechselwirkungen, die wir in Atom haben. Und damit funktioniert Störungsrechnung sehr gut. Und Sie werden nächstes Semester in der Festkörperphysik-Vorlesung auch die Magnetisierung von komplexen Ionen ausrechnen. Und da werden Sie 2 Arten von Magnetisierung kennenlernen. Der erste ist ein Van Vleck-Magnetisierung. Und Van Vleck-Magnetisierung ist realisiert an das Aufheben von Entartungen. Und die Curie-Susceptibilität ist realisiert an der zweiten Ordnung Störungstheorie. Aber wie gesagt, mehr dazu im nächsten Semester in eurer Experimental-Festkörperphysik-Vorlesung. Aber wenn da nochmal der Van Vleck und der Curie-Substabilität fällt, denkt dann zurück, dass das Aufheben von Entartungen sind und die zweite Ordnungsstörungstheorie für die Änderungen von unseren Energiezuständen. Und was wir bis jetzt besprochen haben in Störungstheorie, ist der Fall, wobei unser Hamiltonian zeitunabhängig ist. Es gibt noch eine wichtige Klasse von Systemen, und das ist der Systeme, wobei unser Hamiltonian nicht zeitabhängig ist. Also, was zu tun? Wenn der Zeitabgleiter von unserem Hamiltonian nicht null ist. Für den Fall, dass unser Hamiltonian zeitunabhängig ist, haben wir gesehen, dass wir vorgehen, dass wir wissen, dass Energie erhalten ist. Aus Symmetriegründen, jede Symmetrie hat eine Erhaltungsgröße. Also, wenn es egal ist, ob ich ein Experiment morgen oder heute mache, ist Energie erhalten. Und damit können wir stationäre Zustände definieren. Die wir als Basis nutzen für unsere Quantendynamik. Das fällt alles erstmal zusammen, wann unser Hamiltonian zeitabhängig ist. Also erstens, wenn der Zeit abgeleitet von der Hamiltonian nicht null ist, ist Energie nicht erhalten. Also macht es dann überhaupt Sinn, über Hamiltonianer zu reden, die nicht zeitunabhängig sind. Und ich werde ein Beispiel machen, nämlich die Wechselwirkung von Elektronen mit Licht, elektromagnetische Felder, wobei es tatsächlich Sinn macht, der Hamiltonian zeitabhängig zu machen und der Zustand, den wir haben, nämlich den Zustand, wobei wir, wenn wir ein Elektron in ein elektromagnetisches Feld haben und nur die Elektronen quantenmechanisch beschreiben, hat tatsächlich keine Energieerhaltung.
weil wir Energie absorbieren können und Energie abgeben können an das Lichtfeld und wir das Lichtfeld nicht in unsere quantenmechanische Beschreibung haben, aber als ein klassisches Feld angenommen haben. Also es gab vor 1-2 Wochen die Frage, macht das überhaupt Sinn, ein klassisches Feld mit einem quantenmechanischen System zu koppeln? Ja, man kann da sehr gut mit arbeiten, sicherlich weil wir die gleichen Resultate bekommen, als wenn das Feld quantisiert ist für sehr viele Experimente. Aber damit ist die Energie für unsere Elektronen nur nicht erhalten. Also, wie gehen wir vor? Und normalerweise haben wir ein System, wobei die Wechselwirkung, die Zeit unabhängig ist, groß ist und wir eine schwache Kopplung haben an ein zum Beispiel elektromagnetisches Feld. Also, wir nehmen unsere Hamiltonian, die zeitabhängig ist, also ein Hamiltonian, die zeitunabhängig ist, plus das Teil, was zeitabhängig ist, und das Teil ist meistens klein im Vergleich zu das zeitabhängige Teil. Wir können ein Beispiel machen. Also ein Elektron in elektromagnetisches Feld von Photonen. Wobei unsere Hamiltonian gegeben ist als 1 durch 2m, der Impuls von Elektronoperator E mal das elektromagnetische Feld, Quadrat und noch ein statisches elektrisches Feld. Zum Beispiel, wenn ich ein Elektron habe in ein Wasserstoffatom gebunden. Und unseres elektromagnetisches Feld können wir klassisch zum Beispiel schreiben als ein Feld mit Amplitude A0. Und um mein Feld integrierbar zu machen, nehme ich an, dass er in einem Kasten sitzt mit Volumen V und dadurch nur eine diskrete Anzahl von Wellevektoren, die erlaubt sind. Und eine Form von Feld, die gegeben ist durch eine ebene Welle, wenn ich ein Feld habe mit einer bestimmten Energie, also monochromatisches Licht. Jetzt möchte ich das schreiben als ein zeitabhängiges und ein zeitunabhängiges Teil, also wenn ich das Quadrat ausintegriere, berücksichtige, dass P und A nicht kommutativ sind, bekomme ich H0 als 1 durch 2m P Quadrat plus V von R, also der klassische Schrödinger-Gleichung oder der klassische Hamiltonian, die wir haben. Und H1 von T ist minus E durch 2m P dot A plus A dot P, wobei A Zeit und Position abhängig ist, plus ein E Quadrat durch 2m A Quadrat. Nun, wenn ich das System lösen will, kann ich nicht vorgehen, um die stationäre Lösungen zu bestimmen, weil mein Hamiltonian ist zeitabhängig, also es gibt keine stationäre Lösungen. Wenn ich in einem Zustand bin, die für eine bestimmte Zeit t
der Eigenzustand ist von meinem Hamiltonian, ist er eine kleine Zeit später kein Eigenzustand mehr. Also jeder Zustand wird sich irgendwie in die Zeit entwickeln müssen, die nicht trivial ist. Aber das, was wir oft wissen möchten, ist, wir haben einen Zustand, den wir bei t ist 0 kennen, und wir wollen wissen, wie er sich in die Zeit entwickelt. Zum Beispiel, ich habe ein Blatt an einem Baum und ich schalte Licht an und jetzt will ich wissen, wie das Licht absorbiert wird und da die Photosynthese in Gang bringt. Also, ich gehe davon aus, dass ich Psi bei T0 kenne. Und wir wollen Psi von T bestimmen. Um das zu machen, nutzen wir die Schrödinger-Gleichung, also der Zeitabgleiter. Mein Zustand ist H0 plus H1 von T mal mein Zustand. Wir haben hier immer noch ein Hamiltonian, die meistens groß ist im Vergleich zu H1, die zeitunabhängig ist. Also für unseres zeitunabhängigen Teil können wir das machen, was wir schon sehr oft in der Vorlesung gemacht haben, und nämlich die Eigenzustände bestimmen und die Eigenzustände als stationäre Zustände als Basis nehmen, um unseres zeitabhängiges Problem auch zu evaluieren. Also, für H0 gilt, dass der Zeitabgleiter 0 ist. Damit können wir Eigenzustände definieren und finden. Und die nennen wir Phi von n, also H0, Phi von n ist die Eigenenergie mal der Eigenzustand. Und wir wissen auch, dass, wenn wir gucken, wie ein stationärer Zustand sich in der Zeit entwickelt, also einmal der Zustand ohne Zeitvariable, einmal der Zustand mit Zeitvariable, dann gibt das eine komplexe Skalierung von meinem Zustand. Also der Phase ändert sich. Aber sonst ändert sich nichts, sodass, wenn ich die Norm von meinem Zustand bilde, der zeitunabhängig ist. Also der Dichte, die dieser Zustand in Raum definiert, ändert sich in Zeit nicht. Und was wir machen, ist, wir nutzen unsere Eigenzustände von H0 als Basis. Für den zeitabhängigen Zustand, wann wir ein zeitabhängiges zusätzliches Hamiltonian haben, also ein zeitabhängiges Potential in das Fall von einem elektromagnetischen Feld. Damit können wir unseren Zustand
schreiben als in Summe über alle Basiszustände mit einem komplexen Entwicklungskoeffizienten, die zeitabhängig ist, mal der zeitabhängige Zustand. Und das können wir ausschreiben als e hoch minus i t durch h quer mal der Eigenenergie mal der zeitunabhängige Zustände. Und das sind die Eigenzustände von H0. Um jetzt herzuleiten, was unsere Entwicklungskoeffizienten sind, weil wenn ich meinen Entwicklungskoeffizienten kenne, kenne ich damit meinen zeitabhängigen Zustand, kann ich das einsetzen in die Schrödinger-Gleichung. Also die Schrödinger-Gleichung i h quer mal der Zeitabgleiter von meinem Zustand. Und der Zeitabgleiter kann entweder der Entwicklungskoeffiziente ableiten, also eine Summe über die Zeitabgleiter von meinen Entwicklungskoeffizienten mal e hoch minus i t durch h quer en 0. Oder es kann die Exponente ableiten, damit kommt ein Minuszeichen nach vorne, minus i durch h quer en 0 mal cnt und dann die Exponente i t durch h quer en 0 und beide mal der Zustand Psi von n. Also, das ist die linke Seite von der Schrödinger-Gleichung. Der Zeitabgeleiter, oder i h quer mal der Zeitabgeleiter von meinem Zustand. Und das ist gleich an der Hamiltonian mal meinen Zustand. Also, der Summe von n cn von t e hoch minus i t durch h quer en 0. Und jetzt habe ich h1, die von Zeit abhängt, mal mein Zustand, plus h0 mal mein Zustand, aber die Zustände sind die Eigenzustände von h0, also bekomme ich hier die Eigenenergie von meinen Basiszuständen. Weiterhin weiß ich, dass mein Zustand bei t ist 0 bekannt ist. Ja, eine Frage. So, die Frage ist, wieso können wir phi n als Basis nutzen? Und ich habe einen Hilbertraum, worin sowohl H0 als H1 aktieren. Wenn ich die Eigenzustände von meinem Operator nehme, spannen die einen orthonormalen Basissatz für meinen Hilbertraum. Also, ich habe H0, ich mache die Eigenzustände, damit habe ich einen orthonormalen Raum, oder damit habe ich einen orthonormalen Basis für meinen Hilbertraum. Jede orthonormale Basis kann man nutzen, um deinen Zustand zu entwickeln. Ich mache das, weil dadurch mein Mathe sehr viel vereinfacht. Was Sie hier schon sehen, ist, dass der Hamiltonian mal Psi einfach die Energie wird. Nachher wird sich noch zeigen, dass die Energie hier sich wegkreuzt mit der Energie links und ich damit eine Differentialgleichung bekomme für meinen Entwicklungskoeffizienten, die einfacher ist als die originale Schrödinger-Gleichung auf der Wellenfunktion. So, das ist der
Gedanke, die dahinter steckt. Dimensionen von Hilbert-Räumen sind immer festgelegt und bleiben immer gleich, egal was ich mache. Und das haben wir auch schon mehrmals genutzt, um zum Beispiel zu zeigen, wann ich zwei Drehmomente miteinander kopple. Da habe ich gezeigt, dass L1 und L2 nach einem Gesamtdrehmoment gehen können, von L1 minus L2 Absolutwert bis L1 plus L2 Absolutwert. Ich habe gezeigt, dass es diese Zustände geben muss. Und zu zeigen, dass ich komplett bin, habe ich gezählt. Ich habe gezählt, wie viele Zustände ich von L1 machen kann, wie viele Zustände ich von L2 machen kann und gezeigt, dass ich genauso viele Zustände schon gefunden habe. Damit bin ich komplett, weil die Größe, die Dimensionen von Hilbert-Räumen immer gleich bleiben. So, das ist ein sehr wichtiges Konzept, was hinter eigentlich alles steckt, was wir machen. Ich habe einen Hamiltonian. Ich suche mir eine Orthonormalbasis von einer bestimmten Dimension. Das sind meistens die Eigenzustände von einem zeitunabhängigen Hamiltonian, weil dann ein Großteil vom Problem schon gelöst ist. Darauf entwickle ich meine Zustände, die zeigen irgendeine Dynamik. Die Dynamik von jedem Eigenzustand ist sehr einfach, weil das ist einfach eine Phase. Und wenn ich eine Zeit von meinem Hamiltonian habe, was zeitabhängig ist, kann ich immer noch ein ähnliches Prinzip nutzen für das Teil, was zeitunabhängig ist. Aber für das zeitabhängige Teil kann ich halt nicht eine zeitunabhängige Basis nutzen. Und dann ist die Zeitentwicklung nur gegeben bei einer Phase. Hier wird die Zeitentwicklung komplexer sein. Ja. Danke. Ein sehr wichtiges Konzept, was da reingeht. Ja, und wir sind davon ausgegangen, dass wir unseren Zustand bei t ist 0 kennen, also wir kennen die Entwicklungskoeffizienten von unserem Zustand auf der Basis, die gegeben ist durch die Eigenzustände von H0. Jetzt will ich also aus der Schrödinger-Gleichung, die hier steht, wobei ich meine Wellenfunktion entwickelt auf die Eigenzustände eingesetzt habe, so umschreiben, dass wir unsere Entwicklungskoeffiziente bestimmen können. Und das kann ich machen, wenn ich von links mit Psi k von t multipliziere. Und auch das ist etwas, was wir in ähnlicher Art schon öfter genutzt haben, wenn ich irgendeine Gleichung habe, wo Zustände auf einer Basisentwicklung drinstehen, kann ich mit der Bra-Vektor von diesen Zuständen multiplizieren, um einen einfacheren Ausdruck zu kriegen. Und wir wissen, dass unsere zeitabhängige Basis nichts anderes ist als Psi k mal e hoch plus i t durch h quer e k. Wenn ich das mache, weiß ich, dass wenn ich Psi k mit Psi n als Bracket multipliziere, ich eine Delta-Funktion zwischen k und n bekomme, und damit meine Summe verschwinde. Und was übrig bleibt, ist das IH quer mal der Zeit abgeleitet von meinem Entwicklungskoeffizienten CK, also die erste Term in meiner Gleichung. Ich habe ein E hoch I EK und ein E hoch minus EN und eine Delta-Funktion, also auch mein Exponente verschwindet hier, plus der Energie von K mal die Entwicklungskoeffiziente für der linke Teil meiner Schrödinger-Gleichung gleich ist und jetzt der rechte Teil
für H0, die auf meine Wellenfunktion aktiert, bleibt ein Energie von K mal der Entwicklungskoeffizienten von K übrig. Und aus dem Teil, was H1 abhängig ist, habe ich meinen Entwicklungskoeffizienten. Und hier bleibt der Exponentialfunktion übrig, weil ich hier keine Delta-Funktion bekomme. Zwischen En und Ek weil dies gegeben ist mit dem Matrixelement von H1 zwischen die beiden Basisfunktionen, die die Eigenzustände sind von H0. Also H1 von T Psi n. Jetzt sehen wir, dass wir sowohl links als rechts die Energie stehen haben, also das kann ich ausschreiben nach der Zeitabgleite von meiner Entwicklungskoeffiziente ist gegeben als minus i geteilt durch h quer mal eine Summe cn von t mal die Exponente e hoch minus i t durch h en minus ek und das mal das Matrixelement von H1 zwischen zwei Eigenzuständen von H0. Und nach der Pause werden wir gucken, wie wir Lösungen finden können in eine Reiheentwicklung für diese Entwicklungskoeffizienten. Wir machen 20 nach weiter. Was wir vor der Pause gesehen haben, ist, dass wenn wir ein Hamiltonian haben, die wir schreiben können als ein zeitunabhängiger und ein zeitabhängiger Hamiltonian und wir im Prinzip eine allgemeine Lösung finden möchten, für die Zeitentwicklung ein beliebiger Zustand. Wir als Basis die Eigenzustände von H0, unsere energieunabhängige Teil, nehmen können. Das können wir immer, weil es eine orthonormale Basis für unseren Hilbertraum darstellt. Aber wenn wir es machen, löst es auch einen Großteil unseres Problems und damit wird unsere Mathe einfacher. Und wenn wir das tun und diese Entwicklung von unserem Zustand, die wir suchen, entwickelt, auf die Eigenzustände von H0 einsetzen, bekommen wir eine Differentialgleichung, wobei der Zeitabgeleite von unserer Entwicklungskoeffiziente gegeben ist als eine Summe über alle anderen Entwicklungskoeffiziente mal der Wechselwirkung durch H1 zwischen die Eigenzustände von H0. Diese Differentialgleichung können wir integrieren. Und wenn wir das machen, finden wir, dass unsere Entwicklungskoeffiziente, die zeitabhängig sind, gegeben sind durch die Entwicklungskoeffiziente bei Zeit ist 0. Und wir sind davon ausgegangen, dass wir unseren Zustand bei Zeit ist 0, also die Entwicklungskoeffiziente, kennen. Und wir möchten wissen, wie es sich danach in die Zeit weiterentwickelt. Minus i durch h quer. Und dann eine Summe über alle Eigenzustände von H0 und ein Integral von 0 bis t, weil wir unsere Differentialgleichung integriert haben und dann die Entwicklungskoeffizienten bei Zeit t' und wir integrieren über t' mal e hoch minus i t durch h quer en minus ek und im Integral noch multipliziert mit den Matrixelementen von H1 zwischen zwei Eigenzuständen von H0 integriert über der Zeit t' und H1 ist zeitabhängig.
von Teestrich. Jetzt müssen wir das lösen und wir können hier einen iterativen Lösungsansatz nehmen. Falls H1 klein ist, im Vergleich zu H0, dann gilt, dass unsere Entwicklungskoeffiziente CK von T ungefähr gleich sein an CK von 0. Also, wir können eine Reihe definieren, und unsere Reihe sagt, dass CK I plus 1 von T gegeben ist durch CK 0 minus I durch H quer und dann unsere Summe und das Integral Cn von der Iterordnung in unserer Reihe bei Zeit T' mal immer noch in der Summe und Integral unsere Exponent e hoch i t durch h quer en minus ek mal das Matrixelement von H1 bei Zeit T' integriert über T'. So die Frage ist, müsste es hier nicht auch T' sein? Und absolut muss das auch T' sein. Dankeschön. Und auch hier integrieren wir über T'. Ja, danke. Wann H1 kleins ist, kann diese Folge für I nach unendlich nach CK von T konvergieren. Und wie Sie schon bemerken, bin ich relativ vorsichtig in meiner Aussage, ob diese Reihe konvergiert, weil es für allgemeine Beispiele oft sehr schwierig ist, der Konvergenzradius zu beweisen und zu zeigen. Aber wir wissen eins, wann ich ein System habe, was durch physikalische Operatoren beschrieben ist, sodass auch der Kontinuitätsgleichung gültig sein muss, dann weiß ich, dass es immer eine Zeit gibt, die größer ist als 0, aber sehr klein sein darf, wofür diese Reihe nach meiner Antwort konvergiert. Also für physikalische Systeme ohne Divergenzen in meinen Operatoren gibt es eine Zeit, T max, der größer ist als 0, sodass die Reihe für CK von T max konvergiert oder nach und das können wir auch sehen, wann ich mir die
abgleite von meinem Entwicklungskoeffizienten angucke, wie wir ihn vorher hergeleitet haben, und das bei Zeit t ist 0 einsetzen, dann fällt der Exponent weg. Und was übrig bleibt, ist minus i durch h quer und in Summe über mein Entwicklungskoeffiziente. Das ist einfach cn von t ist 0 mal psi k h1 bei t ist 0 mal psi n. Und für ein physikalisches System müsste Eigenwerte begrenzt sein von der Energie nach unten. Und damit sollte das konvergent sein. Und wenn das divergieren würde, würde man finden, dass die Entwicklungskoeffizienten bei T0 sprunghaft sich ändern. Und das würde die Kontinuitätsgleichung widersprechen. In der Praxis sind wir sehr oft interessiert in elektromagnetische Felder und auch elektromagnetische Felder sind sehr klein im Vergleich zu die Energieskala, die wir in Atomen haben. Und damit sind wir in der Praxis sehr oft in der Limits, weil H1 tatsächlich sehr klein ist und diese Reiheentwicklungen gut konvergieren. Statt die Reiheentwicklung in die Entwicklungskoeffiziente zu machen, können wir unsere Reiheentwicklung auch in Operatorenformalismus angucken. Und was wir schon öfter gesehen haben, ist, dass es sehr schön ist, um nicht über Zustanden zu reden, aber die Physik von den Zuständen in Operatoren überzubringen, sicherlich, wenn wir Vielteilchensysteme angucken. Also für Ihre Hausaufgabe von dieser Woche können Sie das nutzen, was wir hier gemacht haben. Aber lass uns jetzt gucken, wie man das weiterentwickeln kann, weil man auch nach Systemen will, wobei ich mehr als ein Teilchen habe, die dann auch dann noch funktionieren und damit die Zeitentwicklung aus der Zustand hole und in die Operatoren setze. Und das machen wir mit Hilfe von einer Dyson-Reihe. Und das ist Abschnitt 12.3.1. Wir gehen wieder davon aus, dass wir ein Hamiltonian haben, die zeitabhängig ist. Und dass wir unseren Zustand bei t ist 0 kennen. Ist uns bekannt. Und wir sind auf der Suche nach dem Zustand bei endlicher Zeit. Ja, eine Frage. Sie haben eine Frage zu dieser Gleichung? Und was ich hier gemacht habe, ist gesagt, dass ich mein ITER-Vorfaktor schreiben kann als, oder I plus 1 Vorfaktor als der Vorfaktor 1 vorher. Also der Vorfaktor cn von 0 von t ist cn 0. Also ich fange an
mit der rechten Seite anzunehmen, dass meine Entwicklungskoeffizienten die sind, die ich in Zeit 0 habe. Dann bekomme ich hier Entwicklungskoeffizienten, die zeitabhängig sind. Und die kann ich in der nächsten Runde einsetzen, um die in der nächsten Schritt zu haben. Und auf diese Art habe ich eine iterative Methode, wobei ich hier angefangen habe, dass ich meine Zustände kenne. Damit bekomme ich dann eine Antwort oder einen Zustand. Die kann ich dann einsetzen und es nochmal machen, bis ich selbst konsistent bin. Ja, sorry. Danke. Sehr gut. Also, im nächsten Schritt möchte ich die Zeitentwicklung aus der Wellenfunktion oder der Zustand holen und in Operatoren stecken. Und im Prinzip haben wir am Anfang der Vorlesung so gesagt, hey, wenn ich einen Zustand habe und ich will ihn Zeit entwickeln, kann ich das mit Hilfe der Zeitentwicklungsoperator machen. Also, wir haben in Kapitel 3 den Zeitentwicklungsoperator definiert. Und der Zeitentwicklungsoperator bringt einen Zustand von Zeit t' oder von Zeit t0 nach einem Zustand bei Zeit t. Also gegeben ein Zustand bei t0. Ich kann mit meinem Zeitentwicklungsoperator auf diesen Zustand aktieren und bekomme dann einen neuen Zustand bei Zeit t. In Kapitel 3 haben wir auch gezeigt, dass wenn der Hamiltonian zeitunabhängig ist, also der zeitabgeleitete 0, dann gilt, dass mein Zeitentwicklungsoperator gegeben ist als der Exponent von der Hamilton-Operator mal Delta T. Aber, sehr wichtig, für ddt von h ungleich 0 gilt das nicht. Also die Fragen, die wir beantworten müssen, ist, was ist unser Zeitentwicklungsoperator, wann unser Hamiltonian zeitabhängig ist? Also, was ist U T T 0, wann D D T von H nicht gleich 0? Und um den Ausdruck zu finden, werde ich mein Zeitintervall in sehr viele kleine Zeitintervalle unterteilen, dann die Zeitentwicklung für jedes kleine Teil ausrechnen und dann das Produkt von diesen Operatoren wieder zu kombinieren. Also wir unterteilen das Zeitintervall von t0 zu t in n Abschnitten. Die Länge dieser Abschnitte
ist gegeben als Delta T oder T minus T0 geteilt durch N. Und wir nehmen die Zeit Tn mit n Element 1 bis n als die Zeit, worauf wir gucken, sodass Tn gleich ist an T0 plus n mal Delta T. Damit können wir unsere Zeitentwicklungsoperator schreiben als ein Produkt. Also U von T0 nach T ist damit gegeben als der Operator von T0 nach T1 und dann von T1 nach T2 und am Ende von Tn minus 1 nach Tn. Das möchte ich gerne schreiben als das Produkt von n ist 1 bis n von der Zeitentwicklungsoperator von Tn minus 1 nach Tn. Nun gibt es ein Problem mit dieser Schreibweise. Meine Operatoren, wobei ich eine Zeitentwicklung habe von T0 nach T1 und eine Zeitentwicklung von T1 nach T2, kommutieren nicht miteinander. Ich habe bei jeder Zeit einen anderen Operator H und damit kann ich die Zeitentwicklung für den Operator H bei Zeit Tn nicht für die Zeitentwicklung von n minus 1 nutzen. Also, wenn ich mein Produkt so aufschreibe und ich hier meinen Operator aufschreiben will, muss ich aufpassen, dass ich die Reihenfolge von meinen Operatoren genauso wähle, wie ich die oben stehen habe. Und um das zu machen, definieren wir die Zeitordnungsoperator. T ist so definiert, ist die Zeitordnungsoperator und er ist so definiert, dass man Operatoren, die auf eine spätere Zeit aktieren, links von Operatoren setzt, die auf eine frühere Zeit aktieren. Also, wenn ich zwei Operatoren habe, T1 und T2, zwei Operatoren, die auf unterschiedliche Zeiten aktieren, dann gilt, dass das gleich ist an A, T1, A, T2. Lass uns die beiden einen unterschiedlichen Namen geben. Wann T1 größer ist als T2 oder B, T2, A, T1, wann T2 größer ist als T1. Damit ist es egal, wie wir hier lesen, in welcher Reihenfolge ich multipliziere, weil ich am Ende meine Operatoren wieder ordnen muss, genauso, dass die in die richtige Reihenfolge stehen, wie ich meine originale Formel hergeleitet habe. Nun lassen wir n nach unendlich gehen. Und für n nach unendlich gilt, dass tn nach tn minus 1 geht oder dass Delta t nach 0 geht,
und dass die Zeitabhängigkeit von meinem Hamiltonian im Intervall, worin ich Zeit entwickle, verschwinde, weil mein Zeitintervall nach 0 geht. Also, dass h von tn gleich bekommt, wird an h von tn minus 1 und damit mein Hamiltonian konstant ist. Damit kenne ich mein Zeitentwicklungsoperator für das infinitesimale Zeitintervall, wann n nach unendlich geht. Sodass in der Limes von n nach unendlich der Zeitentwicklungsoperator von einem meiner Zeitintervalle gleich ist an der Limes von n nach unendlich e hoch minus i geteilt durch h quer delta t und h von tn. Und damit nicht mehr zeitabhängig. Wenn wir das einsetzen, finden wir, dass unser Zeitentwicklungsoperator für Intervall t0 nach t gegeben ist durch den Limes von n nach unendlich und dann der Zeitordnungsoperator und unseres Produkt n ist 1 bis groß n e hoch minus i geteilt durch h quer delta t h von tn. Und wichtig zu wissen, unsere Operatoren bei unterschiedlichen Zeiten müssen nicht miteinander kommutieren. Also wir dürfen nicht ohne Probleme Reihenfolge ändern, aber natürlich innerhalb mein Zeitordnungsoperator darf ich Reihenfolge ändern, weil ich die nachher eh wieder in die richtige Reihenfolge setze. Damit können wir schreiben, dass unsere Zeitentwicklung gegeben ist als der Limes von n nach unendlich von der Zeitordnungsoperator e hoch minus i geteilt durch h quer und dann eine Summe von 1 bis n. Der Operator kommutiere nicht, aber ich drehe die später eh wieder in die richtige Reihenfolge. Also darf ich die jetzt auch in ihre Reihenfolge umdrehen. H von Tn delta t. Und das können wir als ein Integral schreiben. E hoch minus i geteilt durch h quer. Und dann im Exponent der Integral von t0 nach t h von t' dt'. Also, wenn ich einen Hamilton-Operator habe, die ich analytisch integrieren kann, kann ich das nutzen, um sogar wann mein Hamilton-Operator zeitabhängig ist, einen Ausdruck zu finden für den Zeitentwicklungsoperator. Im Fall, dass mein, ja, sehr gut. So, die Frage ist, wann ich von hier nach hier ändere,
müsste ich annehmen, dass mein Operatoren bei unterschiedlichen Zeiten miteinander kommutieren. Und das tun die nicht. Also Pi e hoch minus i h delta t h von tn ist nicht gleich an e hoch minus i durch h quer und dann der Summe. Da haben Sie völlig recht. Aber ich habe hier noch so einen lustigen Operator davor stehen. Was macht die? Wenn ich das Produkt von zwei Operatoren habe, die auf unterschiedliche Zeiten aktieren, muss ich die umdrehen, bis die in die Reihenfolge stehen, dass Operatoren mit kleineren Zeiten links stehen von Operatoren mit größeren Zeiten. Ja? So, ich drehe das am Ende alles wieder richtig. Und damit darf ich das hier so umschreiben. Ich habe das Problem einfach für nachher hingesetzt. Aber wenn ich das hier analytisch lösen kann, kann es sein, dass es dadurch viel einfacher wird. Wenn ich es nicht analytisch lösen kann, muss ich zurück. Wenn ich es nicht analytisch lösen kann, gehe ich zurück zu diesem Ausdruck. Ja, und das werde ich dann am Dienstag zeigen. Wenn ich es nicht analytisch lösen kann, gehe ich zurück zu diesem Ausdruck, wird mein Hamiltonian als H0 plus H1, die zeitabhängig ist, aufschreiben und kriege dann einen Ausdruck, den ich mit Feynman-Diagrammen zeigen kann und was wir auch als Pfadintegral kennen. Und danach werde ich am Dienstag dann weitergehen mit die Dirac-Gleichung. Und am Donnerstag Wiederholung. Wir sehen uns nächste Woche.